Du willst die Qualität deiner Videokonferenzen verbessern? In diesem Video erfährst du einige einfache Tipps, wie du das ohne großen Aufwand hinbekommst. Los geht's! Schön, dass du reinschaust bei Mindnap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von Mindnap. Mein Thema heute? Videocalls. Sie sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und gerade im beruflichen Kontext steigen auch die Erwartungen an die technische Qualität. Schauen wir uns mal an, mit welchen einfachen Tipps sich die Qualität vieler Videokonferenzen deutlich verbessern lässt. Am Anfang der digitalen Kommunikation steht das Internet. Für anständige Videotelefonie reicht DSL aus, aber es sollte stabil sein. Um die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit deines Internets zu testen, kannst du einen Speedtest verwenden, wie zum Beispiel den unter dem Video verlinkten Test der Bundesnetzagentur. Wenn deine Geschwindigkeit knapp ist, also der Download nicht stabil über 10 und der Upload nicht über 1 Mbit liegt, kannst du versuchen, alle anderen Programme und Geräte, die aufs Internet zugreifen, während deines Videocalls zu deaktivieren. Ansonsten hilft wohl nur ein Anbieterwechsel. Übrigens, wenn möglich, verwende ein Netzwerkkabel. Das kann lästig sein, ist aber immer noch zuverlässiger als WLAN. Besonders wenn sich in deiner Umgebung viele andere WLAN-Netze befinden, die auf der gleichen Frequenz senden und so dein Signal verschlechtern können. Wenn das Internet steht, kannst du dir Gedanken über Bild und Ton machen. Häufig gesehene Probleme, Personen im Gegenlicht, Kamerablick von unten und unvorteilhafte Hintergründe. Wenn du im Gegenlicht sitzt, also zum Beispiel mit einem Fenster im Rücken, bringst du die Kamera durcheinander und bist meistens nur als Silhouette zu sehen. Vermeiden kannst du das, indem du dich umsetzt. Achte dabei aber auf deinen Hintergrund. In den meisten Programmen kannst du ein Forscherbild sehen, bevor du dich in den Call einklingst. Nutze das, um deinen Hintergrund zu prüfen und gegebenenfalls zu verändern. Wenn das alles nicht hilft, schau dir mal die virtuellen Hintergründe an, die du in vielen Programmen mittlerweile nutzen kannst. Eine Sache, die man auch häufig sieht, ist der Blick von unten, ausgelöst durch die interne Laptop-Kamera. Das steht aber den wenigsten Leuten gut und lässt sich ganz leicht vermeiden. Leg einfach einen Stapel Bücher unter deinen Laptop oder verwende eine Webcam, die du unabhängig vom Laptop auf Augenhöhe installieren kannst. Apropos Webcam. Im hier verlinkten Video habe ich dir ein einfaches Setup für Videocalls zusammengestellt. So viel vorab, gute Webcams bekommst du zum Beispiel von Logitech. Ein beliebtes Modell habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Es gibt auch die Möglichkeit, professionelle Kameras in deinen Videocall zu integrieren. Das werde ich nochmal in einem künftigen Video ausführlich behandeln. Bevor du über eine externe Kamera nachdenkst, solltest du dir über die Beleuchtung deines Settings Gedanken machen. Über Gegenlicht haben wir schon gesprochen. Wenn es generell zu dunkel bei dir ist, nimm Licht zur Hand. Ganz einfach geht das mit einem Ringlicht oder einer günstigen LED-Lampe. Wenn du vor dir eine weiße Wand hast, kannst du auch diese Wand anleuchten und so indirektes Licht von vorne nutzen. Das führt einfach zu einem sehr weichen Licht. Den gleichen Effekt erzielst du mit einer Softbox, die es günstig beim Online-Händler deines Vertrauens zu erwerben gibt. Der Nachteil dabei, sie braucht relativ viel Platz. Wenn du tagsüber in einem Raum mit Lichteinstrahlung sitzt, achte darauf, dass deine Lampen tageslichtfarben sind oder sich auf ein Daylight-Setting einstellen lassen. Kommen wir zum mit Abstand wichtigsten Technikaspekt der Videotelefonie, der aber gerne stiefmütterlich behandelt wird, dem Ton. Wenn du schlecht verständlich bist, ist das extrem ärgerlich bis hin zu geschäftsschädigend, wenn du mit Kunden sprechen willst. Die schlechteste Option ist das im Laptop eingebaute Mikro. Aber auch, wenn dir nur das zur Verfügung steht, kannst du für bessere Qualität sorgen, indem du den richtigen Ort wählst, dich gut positionierst und Nebengeräusche vermeidest. Große Räume mit nackten Wänden versprechen schlechten Ton. Wenn möglich, setz dich also lieber in einen kleinen Raum mit möglichst viel Stoff, Büchern, Vorhängen oder Teppichen. Wenn du den Raumklang aktiv verbessern willst, gibt es sehr gute Schaumstoffelemente für bessere Akustik. In der Videobeschreibung habe ich dir ein flexibles Modell verlinkt, das du freistehend im Raum verwenden kannst. Was deine Position angeht, die meisten Laptops haben ihr Mikrofon in der Nähe der Tastatur. Finde heraus, wo das bei deinem Laptop der Fall ist und achte darauf, dass der Zugang während des Calls frei ist und fass auch nicht dorthin, denn das macht zusätzlich laute Geräusche, die du selber gar nicht wahrnimmst. Apropos Geräusche, alles was um dich herum laut ist, solltest du vermeiden. Schließe Zimmertüren und Fenster und schalte alle Geräte mit Lautsprechern wie Fernseher, Radios oder sowas wie aktive Bluetooth-Speaker einfach ab. Darüber hinaus ist ein besseres Mikrofon unbedingt eine Überlegung wert. Achte aber darauf, dass du eins aussuchst, das mit deinem Rechner kompatibel ist.
Eine relativ sichere Wahl sind dabei Mikrofone mit USB-Anschluss. Auch wenn sie nicht so schick ist, ist eine klassische Headset-Mikrofon-Kombination wie das in der Videobeschreibung verlinkte Modell mein persönlicher Favorit. Übrigens, wenn du öfter in längeren Videocall-Sessions unterwegs bist oder so wie ich nicht immer den Ladezustand deiner Geräte im Blick hast, würde ich dir vom Bluetooth eher abraten. Was nützt dir das beste Headset, wenn es gerade, wenn du es nutzen willst, leer ist? Was du ganz allgemein berücksichtigen solltest, ist, deine Technik rechtzeitig vor einer wichtigen Videokonferenz zu testen, besonders wenn du neue Technik verwendest. Bei externen Mikrofonen und Kameras kannst du diese häufig in deiner Videokonferenzsoftware manuell einstellen. Überprüf also auch hier rechtzeitig, ob das richtige Gerät ausgewählt ist. Das war's mit meinen ersten Tipps für die einfache Verbesserung der Qualität deiner Videocalls. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem Video, in dem ich dir ein kleines Setup für unter 200 Euro vorstelle. Und wenn du wesentlich Größeres planst, schau auch gerne mal in dem Video rein, das dir zeigt, welche Technik du für professionelle Livestreams benötigst. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, lass uns auf jeden Fall ein Like da. Und wenn du in Zukunft über ähnliche Videos informiert werden willst oder uns allgemein supporten möchtest, freue ich mich über dein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Mindnapped mit Videos mehr erreichen.